Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier diesen neuen Landeplatz, nennen wir es mal, gebaut. Eher gesagt die Position, wo die Leute jetzt hier in den Flughafen kommen können. Jeweils zwei normale Parkplätze zum Arbeit rausschmeißen, zwei Taxi, zwei normale. Hier oben ein bisschen anders und am Ende eine Busstation. Ja, in meinem Attempt, hier alles zu verändern und anzupassen, haben wir natürlich diesen riesigen Bau hier angefangen zu konstruieren. Ja, und in dem Fall müssen wir noch einiges machen, um dieses System hier dementsprechend laufen zu machen. Außerdem würde ich gerne diese Gap doch jetzt füllen. Die kostet zwar Schweinegeld, aber scheiß drauf. Ah ja, ich habe die Bauarbeiter ausgestellt. Ich habe gedacht, während ich die Zeit laufen lasse, genau, das sind hier fast durch, tue ich die Bauarbeiter entlassen. Wie viel kann ich maximal holen? Ich wäre so für 45. Bereitstellen, bitte. Ja, was nun? Ja, was nun? Also, ich sollte vielleicht mal... Ich sollte das Straßenstück hier ergänzen. So. Dann sollte es abbiegen für die LKWs nach da drüben relativ easy gehen. So, ohohoho. Ja, was sehen denn da meine Äugchen? Ganz viele Bauarbeiter, die von A nach B laufen. Ah, schlimmste Teil kommt ja noch. Der schlimmste Teil kommt ja noch. Weil der Raum bleibt ja fürs erste Mal leer. Es geht mir eher darum, dass ich hier oben drüber jetzt den zweiten Stock ziehen kann, wo wir dann das Security-System machen werden, beziehungsweise den neuen Bereich für interne Angelegenheiten, wenn man es so nennen will. Der Terminal ist natürlich jetzt um einiges größer wie davor, aber auch eigentlich mit voller Absicht, denn ich würde hier, wie gesagt, gerne auch Shops reinmachen, die öffentlich zugänglich sind und alles drum und dran, und im zweiten Stock dasselbe nochmal, plus für Leute, die am Flughafen schon sind, genauso wie die Business Lounge und das ganze Zeugs, was man so neu hat, womit auch sagen muss, so Business Lounge ist schon mega geil, bin ja selber schon ein paar Mal in der Business Lounge gewesen, als ich in die USA geflogen bin, ist schon mega geil, da drin zu hocken und essen und einfach so einen ruhigen Platz zu haben, wenn du wieder in den stressigen Flughafen musst, wo du eh die Hälfte nicht verstehst, was dieser komische Lautsprecher oben erzählt. Das ist ja fast wie am Bahnhof. Aber Bahnhof, finde ich, ist verständlicher wie jetzt im Flughafen. Beim Flughafen stehst du da, was? Welcher Flug ist jetzt? Wo muss ich hin? Was ist denn das? Hä? Warum sind das Bodenstages? Die sind hier überall verzeichnet, die Dinger. Heißt sie denn Bodenflughafen? Ich hab gedacht, die Dinger sind zweiter Stock. Mal Planungsmodus. Kann ich dann mit denen interagieren? Nö. Mein Plan ist nicht, die Dinger zweiten Stock zu verwenden. Mein Plan ist hier ein bisschen anders, wie das hier ausschaut. Die würde ich eventuell auch zukünftig so machen, dass man da mit dem Bus hinfahren muss. Wäre vielleicht auch keine blöde Idee. Jetzt will ich mir nochmal blöderweise diese Parkplätze anschauen. Hier, da ist ein Arm dabei. Ganz deutlich ist hier ein Arm dabei. Okay, wir tun jetzt den zweiten Stock errichten. Bin ich noch im Planungsmodus eigentlich drin oder bin ich wieder da? Jetzt bin ich im Planungsmodus. Jetzt bin ich wieder draußen, glaube ich. So, okay. Terminal. Wie teuer wird das? Holy moly. Es kostet ja fast die komplette. Ja, okay. Was tut man nicht alles für einen Flughafen? Alter Verwalter. Und ich wollte noch eine Tiefgarage heute bauen. Ja, das kann ich jetzt irgendwie, glaube ich, vergessen. Alter, guck mal, die LKW stauen sich schon auf der Straße. LKW, LKW, Auto, Auto, Auto. Ich hätte das anders bauen sollen. Das war eine ganz, ganz blöde Idee, das so zu bauen.
Huch. Ey, die fahren über den LKW drüber. Mach die meine Ressourcen, meine Bauteile platt. Ich brauche die noch. Vor allem, die Löcher sind hier echt drin. Hä? Wie können die denn echt hier drin sein? Also meine Idee wäre jetzt mal, Security-System hier unten reinzumachen. Hier überall so kleine Punkte, wo Gepäck gesammelt wird. Das wird dann nach da vorne geschleppt, wo wir es hier auch schon reinhauen. Sehen wir ja hier gut. Dann wird hier irgendwo so ein Wanddurchbruch sein und kommt es hier dazu. Das Security-System passt hier. Hier muss dann ein Teiler rein, damit das dann nach hier vorne in den neuen Bereich kommt. Beziehungsweise, ich würde sogar überlegen, ob wir den kompletten Bereich nicht für Gepäck zuständig machen. Bedeutet, du gehst hier rauf in den Security-System, in das Security, in den Security-Bereich und boardest hier deine Flugzeuge, kommst dann aber hier zurück, gehst hier runter und kommst dann hier in den Bereich, wo das Gepäck ausgegeben wird. Bedeutet, wir haben richtig viel Gepäckmänner am Ende. Könnte mega cool werden. Bezogen auf könnte, ich bin mir noch nicht sicher. Das Geld macht mir immer wieder Sorgen, wenn ich Bauarbeiter habe mittlerweile. Vor allem dauert das jetzt eine Ewigkeit, bis sie das gebaut haben. Shit, Marioni, was hat denn da geplant? Okay, was wir aber auch als erstes machen können, mal hier. Die Wand geht raus. Frage ist, wo mache ich? Ich wollte jetzt gerade. Ah, so kann ich den Flug kommen dann. Wenn ich das hier als Front. Alter, das ist. Jetzt bin ich gerade richtig los. Mein Kopf kriegt das gerade nicht gedreht. Ich verstehe gar nicht, warum die Autos zeitlich rausfahren, weil die ja immer im Game bis jetzt nach unten rausgefahren sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde die dann danach rausnehmen. Oder wir nehmen die hier raus. Ich bin mir nicht sicher. Oder machen wir zwei Eingänge? Hier in der Mitte über ein Taxi. Zugänge groß. So, das ist der Eingangsbereich. Kann ich hier Fenster reinsetzen? Große? Alter, ja, mega geil. So, warte. Dreht diese Blödkarte. Wie habe ich das gedreht? Ah! Ich will es nur nochmal. Ach, guck mal, ich kann so links, rechts drehen. Okay, gut verstanden. Gut, jetzt habe ich die Fronttüren auch. So, Security-System. Mittelgroß gibt es da nicht in Zukunft. Muss in einer Sicherheitszone platziert werden. Ich würde das so auf der Höhe platzieren. So, schauen wir mal. Das braucht, wenn so steht, genau einen Abstand. Warte, ich plane das jetzt mal schnell einfach. Planungsmodus, dafür haben wir ihn ja. So. Mittelgroßen Security-Bereich. Ich will das planen, mein Gott. Lass mich doch. Das wird alles schon Security-Zone. So. So wollen die das, okay. Ja, es wird schon passen. So. Ich schmeiß jetzt da wirklich viel Platz weg, aber ich finde, das ist. Da haben wir ein bisschen mehr Platz für Schlangen, weißt du? Dann dazwischen kommen Wände natürlich. So. Dann geht's hier in den Security-Bereich. Den oberen Bereich machen wir aber auch gleich komplett zum Security-Bereich. Müssen wir natürlich machen, weil sonst geht hier wenig. So,
Security Zone 7. Müsst ihr mit der Security Zone hier unten. Ne, das ist Security Zone 1, lol, okay. Dann brauchen wir natürlich noch Ways to Go Up. Jetzt will ich gerade, wie ich das am schlauesten hinbaue. Setzen wir Rolltreppe hier hin. Holy shit, ist das eine große Treppe. Was? Ne, dann würde ich den gerne wieder aus dem Plan rausnehmen. Okay, nochmal von vorne. Das wird ja ein übertriebenes Ding jetzt. So. Ah, bessere Idee, schauen. Schauen, warte. Ich hab's. Mittelgroße Treppe. Welche Richtung gehst denn du? Das ist jetzt so das Problem. In welche Richtung geht die Treppe? Geht die jetzt so nach oben? Geht die jetzt so nach oben? Ich glaube, dass sie so nach oben jetzt geht. Ansonsten kann ich doch echt Q machen. So, wenn ich dich in die Richtung platzieren will. Schaust aus, als ob du in die Richtung nach oben gehst. Gut. Ich platziere die jetzt hier so. Gut. Jetzt schaut auch so aus, als ob es hier runter geht mit den Wänden. Okay, ja, das macht natürlich schon unter. Warte, die nutzen die Plan-Dinger? What? Wie weit ist denn so ein Aufzug? Weil ich würde hier gerne auch einen Aufzug hin platzieren. Dann platziere ich nicht hier einen Aufzug hin. Und daneben die Rolltreppe. Wenn ich dann nach oben schaue. Schaut es soweit gut aus. Hä, nutzen die jetzt die Treppe oder was machen sie hier? Ne, die denken bloß, dass sie die Treppe nutzen. Kann das sein? Kann sein, ne? Gut, dann gehen wir weiter in der Planung. Wir brauchen natürlich für den Security-Bereich noch einen Security-Exit. Das hier hinten ist ja weiterhin auch ein Security-Bereich. So. Security-Exit-Bereich. Der darf nur an einer Stelle sein. Damit wir aber das wirklich so bauen können, wie ich mir vorstelle, brauchen wir das eine hier nach vorne. Dann machen wir Security-Exits. Und ich würde einen relativ weit hinten platzieren. Das wird schon so irgendwie passen. Genau. Dann gehen die nicht alle hier schön raus. Dann gibt es hier wieder eine Wand dazwischen. So. Das wird ein relativ komplexes System schon. Wie gesagt, die müssen dann hier anstehen. Warten, dass sie in den Security-Bereich kommen, können dann nach oben in ihre in den Flughafenbereich rein, der sich ja hoffentlich noch weiter in Zukunft erstreckt. Beziehungsweise hier einen Overhang dann bauen, dass der nach da drüben geht. Also wie gesagt, ich will, dass der Security-Eingang so bleibt und wir das höchstens nochmal auf die andere Seite komplett kopieren. Das Mittelteil bleibt unten natürlich die wichtige hohe Produktionsstätte. Also wie gesagt, es kann passieren, dass vielleicht das hier oben ein bisschen nach hinten wegreißen oder dass das hier durchgehend zum Paketentnahmebereich wird. Aber für die Garagen habe ich einen ganz anderen Plan mittlerweile. Einen ganz, ganz anderen Plan. Wie schaut es aus mit dem zweiten, ersten Stock jetzt? Oh Gott, ist das eine Aufgabe. Okay, ich verstehe auch, das kostet eine Mille. Was habe ich hier noch vor? Wie lange soll ich das Spiel laufen lassen? Müssen wir die nächste Folge machen? Oh, holy shit. Ich überlege auch, ob wir nicht hier einen Kaffeebereich für das System hier machen. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob es sich jetzt lohnt. Ja. Apropos, was ich jetzt schon wieder vergessen habe und das Spiel hängt sich schon wieder auf. FE und Projects. Wir brauchen Genehmigung für
uneingeschränkte Dinger. Bedeutet, wir können bis zu 200 Flüge pro Tag annehmen. Mega geil. Und bei ihm hätte ich gerne die mehreren Terminals. Und hier hätte ich gerne die großen Flugzeuge. Wie viel brauche ich an Mitarbeitern? Mindestens 10? 20 Stück. Ich habe 6. Okay. Mindestens 20 Stück, das wird ein Horror. Aber ein paar muss ich auf jeden Fall noch einstellen. Und ja, ich lese die blöden Mails nie. Administration? Nee, ich brauche neue, bitte. Administrator, Administrator, Administrator. Ablehnen, 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 ablehnen. Ablehnen. Personalvorstand. Brauche ich den? Brauche ich Personalvorstand? Da habe ich schon einen. Ich habe gleich schon einen. Oh, schau mal. Du bist eingestellt. Ja, du nicht. Und du auch nicht. Du auch nicht. Sie erfüllen unsere Erforderung, unsere Mindestzufriedenheit 86%. What? Automatische Terminalzuweisung. Was? Was? Terminalzuweisung? Davon habe ich nichts mitbekommen. Was? So, jetzt habe nochmal ein paar Administratoren eingestellt. So. Sehe ich das irgendwie hier so, Administratoren? Wenn ich jetzt hier auf mein Personalgedöns Betriebszeug gehe. Du brauchst 10 Stück, hast du gesagt. 10 Stück, damit du läufst. Du brauchst 4, hast du gesagt. Und ich habe nur... Ah! Du kriegst es hin. Ich will das Maximum an Flugzeugen hier haben, wenn ich nicht mal Sinn kriegen würde aktuell. Ich weiß gar nicht, wie viele Flüge haben wir aktuell, Planer? Gibt es hier so eine Zahl, wie viele es pro Tag sind? Was minimaler Abstand der Flüge. Kapazität. Ich habe noch nicht mal die Hälfte erreicht. What? Ja, okay, ich werde das. Ich werde alles übertrumpfen mit dem neuen Flughafen. Es sind ja 10, 20. Aber okay, ich krieg erstmal 5 dazu. 5 große Flugzeuge sind aber auch schon mal eine Menge Geld. Also, das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Problem: Ich muss einen neuen Terminal bauen. Wie viel kostet mich die neue Landebahn? Das habe ich so gar nicht mit bedacht. Und das ist noch die mittelgroße. Okay, ich krieg die natürlich hier hin, das passt. Bedeutet, ich könnte hier rein theoretisch die hinbauen. Ich würde die ja gerne hier hinten bauen. Da könnte ich da noch 3000 Sachen hinbauen, aber es geht nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich 2 Flugdinger mache, aber das wird scheiße. Es gibt 2 Auffahrten, seht ihr das? Die für kleine und die für große. Kann ich die irgendwie sagen, die sollten in die Gegenrichtung? Weil dann fahren die kleinen Flugzeuge nach da, dann müssen die großen trotzdem vorbei. Wie viel kostet mich das Ding, wenn ich es irgendwie hin platziert kriege? Steht da wenigstens dabei, wie viel es mich kostet? 500... Oh, mein Herz bleibt stehen. Oh, mir tut gar nicht mehr. Oh, das tut gar weh. Oh, mich sticht's gerade. Oh, nicht schnell. Ermöglicht dem Ranger zum Vorfeld Parkposition und wieder zurück zu gelangen muss eine Anbindung zur luftseitigen Straße. Alter, das ist Switcherdeutsch für mich hier. Was wollt ihr von mir? Das sind die Erweiterungstanks. Genau, das ist Catering-Lager. Müllsammelstelle. Entfrostungszeugs. Radarsystem, Betonplatten, Pipapo. So, wie schaut der Flughafen aus? Na komm, oh, fast fertig. Oh, schön. Was ich gern hätte, wenn wir diese coolen Infoschalter hier, ne? 2 hier in der Mitte platziert. Ich finde die Idee gerade irgendwie geil.
Genauso muss ich ja für die Gepäckaufgabe hier die mittelgroßen Dinger bauen. Ich habe mal überlegt, ob wir das im zweiten Stock machen, aber mittlerweile bin ich auf die Idee gekommen, ist es scheißegal, ob wo ich ihn baue. Nein, ist doch falsch rum. Ah! Also zum Glück nur geplant, aber. Ah, falsch rum! Na komm, mittelgroßes Ding. So, Bänder müssen nach hinten gehen. Ich muss gucken, wo ich das am besten hinbaue. Immer. Das ist der Scheißproblem. Bauen wir das hier hinten hin? Ich baue ordentlich von denen. Das wären jetzt, warte mal, hier ist die Mitte. Also, habe ich nicht das so gebaut, wie ich gerade geplant habe? Nee, aber nicht. Ich habe es in der Mitte geteilt. Drei auf der Seite, drei auf der Seite. So, das ist die Annahme vom Gepäck jetzt mal. So, wenn ich dann hier sage, okay, das ist nur ein reiner Personalbereich. Ah ne, das ist gleich falsch. Nicht Personal, sondern Personal, auch nicht Personalraum, oder? Und was zur Hölle fällt denn das? Personalraum. Ja, Staff Room. Erstellt eine Zone, in der nur Mitarbeiter Zugang haben. Okay, dann ist das da. Habe ich das jetzt nicht gerade deleted? So. Reiner Staff-Bereich. Dann machen wir von der einen Seite eine Wand hin. Ah ne, warte, ich wollte so machen. Perfekt. Aber dann tue ich das noch als Personalbereich wieder definieren. Und dann hier für das Paketband nach unten. Dann muss ich natürlich noch das Paketband planen. Vom vordersten Bereich. Das ist jetzt so das Maximum an Übertriebenheit, die man machen kann, aber hey. Die können ja drüber laufen, von daher ist es mir jetzt relativ wurscht. Normalerweise würdest du wahrscheinlich dann halt so eine Treppe drüber bauen oder sowas. Ah, das kann man natürlich in dem Game jetzt nicht unbedingt. Übergang für Mitarbeiter oder sowas. So, und dann gehen die Mitarbeiter von der Seite aus da rein. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier Türe? Türe, 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 Türe. Ich hätte gern, dass da zwei Türen sind. Perfekt. Dann wieder das davor als Personalraum betrachten. Und dann sind wir gut. Dann haben wir hier auch den Bereich für die Gepäckabgabe dann. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bin jetzt gerade aufgefallen. Wir haben schon 23 Minuten und eigentlich sind es 15 Uhr. Ihr kriegt hier down wieder Special Deals. Special Deals. Ganz viel Zeit. Ne? Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir langsam schauen, dass wir dieses Terminal zum Laufen kriegen. Beziehungsweise vielleicht die ersten zwei Flugplätze auch mal bauen, damit wir wissen, wie wir genau hier weiter planen müssen. Also, bis dann. Ciao.